Hallo Freunde, herzlich willkommen zur vierten Runde vom Turm Lippstadt Open. Und ich habe die schwarzen Steine gegen Alexei Wagner. Und das war die Nummer 2 der Setzliste. Also von daher ein spannendes Spiel, hoffte ich. Aber leider wurde ich von mir selber enttäuscht. Wir schauen mal. Und zwar habe ich den Sniper ausprobiert. Der entsteht ja nach diesen Zügen, dass man hier auf C3 nimmt und gegen diese Bauernstruktur spielen möchte. Und ja, hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Weiß kann E2, E4 spielen, ein Gambit mit F2, F3 folgen lassen. Das kam übrigens in der siebten Runde aufs Brett. Hier hat mein Gegner jetzt mit H2, H4 gespielt, um die H-Linie zu öffnen für seinen Turm gegen meinen. Und ich habe hier Springer F6 gespielt, mit der Idee auf H5 ganz klassisch Turm G8 zu spielen, um ja, diese Bauernstruktur zu haben und meinen normalen Aufbau mit Dame A5, D7, D6, ja, und was dann so kommt mit Springer BD7, Springer B6 und so weiter und so fort. Und das war so der Plan. Und ich hätte hier natürlich noch Alternativen gehabt, ja, zum Beispiel, dass ich grundsätzlich D6 spiele, um auf H5 Dame A5 zu spielen. Der Trick dabei ist, dass ich meinen Turm hier auf H8 jetzt indirekt decke, indem ich jetzt auf C3 schlage mit Schach und dann den Turm zurückgewinne. Jetzt hat er natürlich diesen Läufer, der sonst eingesperrt wäre, frei, aber ich habe immerhin einen Bauern mehr. Wer weiß. Also hier gibt es ganz viele Alternativen auf jeden Fall, keine Frage. Man kann sogar auf H5 nehmen, in einigen Varianten. Ich habe mich hier für die ganz kompakte Struktur entschieden und wollte jetzt im nächsten Dame A5 und D6 spielen. Aber da kam mir der Gegner jetzt zuvor, indem er Dame A4 gespielt hat. Und dadurch ist jetzt mein Dame A5 verhindert und D7, D6 geht auch nicht mehr wegen der Fesselung. Gut, den kannte ich immerhin noch so halbwegs. Ich wusste, dass man hier Dame B6 spielen kann mit der Idee Dame A6. Und ja, so habe ich es auch gemacht. Und in einem sehr, sehr großen Prozentsatz der Fälle aus der Datenbank ist jetzt hier die weiße Dame zurückgegangen nach B3, um den C4 gedeckt zu halten. Hier aber hat Weiß jetzt die Dame getauscht und das Bauernopfer D5, D6 gespielt. Das fand ich hochinteressant, denn ja, damit wird diese Diagonale von G2 nach A8 quasi geöffnet. Und wenn er jetzt hier als Beispiel diesen Läufer einfach nur ziehen würde, dann würde ich natürlich D5, D6 spielen. Ja, und dieser Bauer bliebe blockiert und damit auch dieser Läufer. So, deswegen D5, D6 und der war hochinteressant. Und mein Hauptproblem besteht darin, dass ich meine Puppen nicht so richtig ins Spiel bekomme. Ja, der Springer A6 hat keine Felder. Ja, und der Läufer C8 kommt auch nicht so richtig raus. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen nachgedacht und habe mich für Springer B8 entschieden, damit der Springer wieder mitspielt. Ja, über C6 und dann in Richtung E7 oder A5 nach C4 oder wie auch immer. Eine gute Alternative vom Computer angegeben, gut ist übertrieben, aber interessant, dass Springer E4 kommt, mit der Drohung jetzt hier auf D6 zu schlagen. Und der muss also auf E7 schlagen und jetzt schlägt man hier nicht auf E7. Moment, die Pfeile habe ich extra eingezeichnet. Wir sehen, der schwarze Springer auf A6 ist immer noch schlecht, während die weißen Figuren sehr schnell sehr aktiv werden können. Der Turm auf der H-Linie und die siebte Reihe. Der Läufer auf F1 kann über G2 den Springer E4 mal tauschen. Der Läufer F4 hätte dann keinen Gegenspieler und so weiter und so fort. Deswegen, aber hier wäre Springer C3 interessant. Es geht gar nicht so sehr um den einzelnen Bauern als Material, sondern das Feld B4 wird frei, sodass mein Springer A6, der ja quasi nie mitspielt, jetzt über B4 mal eine Gabel auf C2 oder den Bauern auf A2 bedrohen könnte. Und das wäre zumindest interessant gewesen. Ich hatte mich für Springer B8 entschieden und nach Läufer G5, jetzt droht der Weiße auf F6 zu schlagen, wenn ich jetzt Springer C6 spielen würde. Und jetzt sehen wir, dass ich diesen Bauern D6 einfach nicht mehr angreifen kann. Und der behindert natürlich langfristig hier diese Entwicklung meiner Figuren. Und deswegen habe ich hier Springer E4 gespielt und diesen Bauern auf E7 temporär geopfert.
mit Springer C6 jetzt aber wieder angegriffen. Und er deckt den. Ja, droht jetzt den Läufer zurückzuziehen und die schwarzen Felder zu kontrollieren. Also muss ich den tauschen. Und Turm schlägt E7, König D8. So, und jetzt dachte ich mir, er kann den D6 gar nicht mehr gedeckt halten. Ja, zum Beispiel, wenn er mit Turm D1 den decken wollte, könnte ich ihn trotzdem schlagen, weil der E7 jetzt eben immer hängt. Ja. Und er hat jetzt hier Läufer G2 gespielt. Droht meinen Springer zu schlagen, also muss ich den Bauern hier entfernen. Jetzt ist der Turm angegriffen und der geht zur Seite. Und jetzt droht dieser Läufer von G2 nach D5 zu kommen und quasi das ganze Brett zu dominieren. Ja, den C4 zu decken, den G8 anzugreifen, die ganze Diagonale B7, A8 zu kontrollieren. Das wäre natürlich ein Riesenläufer. Und ich habe zwar den König jetzt als Fluchtfeld, in Anführungsstrichen, das Feld C7, aber das alleine reicht natürlich nicht aus, um eine Koordination meiner Figuren hinzukriegen. Also dachte ich mir, ich muss diesen Läufer aussperren von G2, damit er nicht nach D5 kommt. Und den hat er aber einfach weggenommen. Und jetzt hatte ich das Problem, dass ich meinen Läufer C8 gar nicht entwickeln kann. Und das hatte ich komplett falsch eingeschätzt. Er entwickelt eine, und in dem Augenblick, wo ich den Läufer zu entwickeln drohe, jetzt durch B6, ja, ich drohe jetzt nach A6 oder nach B7 zu gehen, kann er mit Turm D1 den Druck auf den D7 wieder massiv erhöhen und ich kriege meine Figuren einfach nicht mehr raus. Und ich habe jetzt noch ein bisschen überlegt und aber auch nichts mehr gefunden, was man hier irgendwie retten könnte. Und habe dann Turm E8 gespielt mit der Idee, Turm E7 wenigstens den Druck von der siebten Reihe wegzunehmen. Aber es kam Springer F4 und jetzt ist die Partie im Grunde schon beendet. Der G6 hängt. Der Springer könnte auch nach D5 gehen, was die Felder E7 und C7 kontrolliert. Und ich habe hier gesehen, ich kann mich überhaupt gar nicht mehr bewegen. Ja, gar nicht. Also, das ist nicht wirklich schön. Ja. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, dem Schrecken hier ein Ende zu machen, indem ich Turm E7 gespielt habe, in der Hoffnung, dass er vielleicht hier den Turm tauschen würde und den G6 gewinnen würde. Dann würde ich jetzt aber gleich den Läufer wenigstens rauskriegen und den Turm befreit. Und dann wird, weiß immer noch auf Gewinn stehen, aber dann wird es deutlich länger dauern. Er hat aber in der Partie natürlich Turm H8 gespielt. Jetzt kann ich nicht nach C7 gehen, wegen der Gabel auf D5. Und wenn ich, also ich habe hier aufgegeben. Ich habe hier direkt aufgegeben. Konnte halt Elend nicht mehr ertragen. denn wenn ich jetzt mit dem Turm zurückgehe, kommt der schöne Springer E6. Und jetzt ist das Problem, ja, der Bauer ist gefesselt, der Turm ist gefesselt. Ja, der König kann nicht nach C7. Der kann also nur nach E7. Und jetzt tauscht er den Turm mit Schach und lenkt mich damit auf diese Gabel, auf das Feld da, Springer C7 und gewinnt den Turm. Und ja, dann konnte ich auch aufgeben. Ne? Deswegen habe ich auch vorher aufgegeben. Also, interessant. Ja, dieses Damentausch und dann dieses D5-D6, was diese Diagonale geräumt hat, das ist hochgradig interessant gewesen. Das hat einerseits Spaß gemacht, dass man was Neues hatte zum Gucken. Aber natürlich, dass man verliert, ist natürlich nicht so schön. Aber ja, das gehört dazu. Und ich kann euch sagen, siebte Runde ging es etwas spannender, wo es hin und her ging. Da könnt ihr euch da mehr drauf freuen. Das hat etwas besser geklappt. Aber nichtsdestotrotz, auch solche Partien gehören dazu, ne, zum Lerneffekt. Gut, ich sage besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.